heutige Lecture steht unter dem Titel Abgesang der Postmoderne. Aber wir könnten sie genauso gut Going Viral Part 2 nennen. Denn wir sehen, dass die Krise, so wie sie sich heute darstellt, wirklich so etwas wie eine Art von Endpunkt markiert. Wenn man so will, der Augenblick, wenn man sagen kann, die Party ist vorbei. Aber gehen wir zuerst einmal auf die Postmoderne zurück, die ein merkwürdig uneinheitliches Wesen ist. Letztlich auch keine positive Formulierung hatte, sondern eine Form des Verdämmerns, also ein Post, ein Nachglühen gewissermaßen beschreibt oder ein Auseinandernehmen, eine Dekonstruktion des modernen Triebwerkes. Man hat es eigentlich begonnen und ist es tatsächlich so etwas wie eine homogene eine Gliederung, eine Formation, eine intellektuelle Formation. Wenn man es will, die Postmoderne war vielleicht so etwas wie ein Unfall. Also da war der französische Philosoph Jean-François Lyotard von der Landesregierung in Quebec gebeten worden, so einen Text zum Geistesleben zu formulieren, so wo der Stand der Dinge ist. Und Lyotard kam zu dem Schluss, dass die Signatur des Zeitalters sich dadurch auszeichnet, dass man eigentlich keine großen Erzählungen mehr hat. Dass die große Erzählung der Wissenschaft, dass der Fortschrittsgedanke der Moderne sich erschöpft habe, dass überhaupt der Wahrheitsanspruch dieser alten Welt sich erschöpft habe und man eigentlich fortan nur noch Fabeln erzählen könne. Das sagt eben auch, die Wissenschaft spielt ihr eigenes Spiel, sie kann die anderen Sprachspiele nicht legitimieren. Also es geht nicht mehr um Wahrheit, sondern es geht um Sprachspiel. Ein Gedanke, den letztlich Wittgenstein schon vorweggenommen hat in den 30er Jahren, als er sagte, die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch. Daher kommt dann eben auch das Moment des Sozialen ins Spiel, des Sprachspiel. Das Lyotards postmoderner Bedingung, also der Condition postmoderne, wie sein Buch hieß, eine solche Aufmerksamkeit zuteil werden würde, hat er wahrscheinlich selber gar nicht geahnt. Aber vielleicht liegt es eben auch im Geist der Zeit. Also man könnte eine andere Initiale, die sich eben noch nicht postmodern nennt, aber einen gleichen Impuls hat, 3 Jahre zuvor festhalten. Da liegt ein relativ junger Wissenschaftler in Berkeley, ein Popper-Schüler, Paul Feierabend, ein Buch vor, das hieß wieder den Methodenzwang und wandte sich ganz entschieden gegen dieses alte Wissenschaftsmodell, wo im Grunde genommen Wahrheit und Metaphysik und Geschichtsphilosophie ganz oben stehen. Und er sagt irgendwie, das ist ein kulturell relatives Moment. Wir spielen Sprachspiele und wir können de facto nicht sagen, ob diese Aussage aus diesem kulturellen Bereich, sagen wir mal, eine größere Bedeutung hat als etwa der Regentanz der Hopis. Und er nahm da eine überaus griffige Formel, anything goes. Also alles ist machbar, Herr Nachbar. So nannte das die deutsche Welle in den frühen 80ern. Wenn wir die Anfangsfigur dieses Anything Goes studieren wollen, dann landen wir, und das ist wirklich sehr erstaunlich, weil wir in einer philosophischen Konfiguration des 19. Jahrhunderts plötzlich stecken, wir landen bei Friedrich Nietzsche. Der formuliert in seiner Genealogie der Moral, nachdem er schon am Anfang den Geschichtsbegriff etwas revidiert und durch ein genealogisches Prinzip ersetzt hat, der formuliert diesen Satz, nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Woher kommt dieser Satz? Und Nietzsche erzählt uns gleich die Ursprungsgeschichte dieses Satzes wiederum, der gehört zur Geheimlehre der Assassinen, also eines schiitischen Geheimordens des 11., 12., 13. Jahrhunderts, der sich einen Namen gemacht hat dadurch, dass seine Adepten, die auf einen total autoritären Herrscher, den Alten vom Berge ausgerichtet waren, dazu gebracht wurden, Auftragsmorde zu begehen, also Assassination und dergleichen.
Man machte das relativ einfach. Man verbrachte die jungen Männer in einen wunderbar eingerichteten Raum, setzte die unter Drogen zuvor und dann wachten sie auf und sahen sich gewissermaßen im Paradies. Und man sagte ihnen, okay, wenn du diesen Job machst, das wird deine künftige Umgebung sein. Und die Spitze dieses Ordens, also wenn man so will, der geheime Zirkel, der dieses ganze Triebwerk da am Laufen hielt, hatte diesen Satz: Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Es ist eigentlich merkwürdig, dass Nietzsche diesen Satz eines dubiosen Geheimordens, der dann doch ein Zynismus ohnegleichen letztlich an den Tag legt, dass er den so umdreht. Aber genau das macht er. Er sagt, wohlan, das ist Freiheit, das war die Freiheit des Geistes. Und jetzt kommt der Satz, damit war der Wahrheit selbst, der Glaube, gekündigt. Was Nietzsche damit sagt, implizit ist, dass unser Wahrheitsanspruch, diese alte Vorstellung, dass es gewissermaßen eine Philosophia perennis, eine überdauernde Philosophie geben würde, die Wahrheit setzt, in die Welt setzt, dass das Geschichte ist, dass das vorüber ist. Vor allem, dass es eine Form der Metaphysik ist, ein Glaubenssystem. Ähnlich äußerte sich an anderer Stelle in der Genealogie der Moral, da sagte, die Wahrheit sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind. Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen, in Betracht kommen. Also man hat den Nominalwert, das, was sie bedeuten sollen, davon abgezogen. Was bleibt übrig? Der Körper, die Physiologie, das Abgenutzte. Wir sehen also, dass die Postmoderne hier in dieser Rezeption dieses Nietzsche-Gedankens, der natürlich in dem Kontext steht, Gott ist tot, eigentlich ihren Ausgang nimmt. Dass hier eine Art von Freiheitsversprechen gegeben wird, das vielleicht auch mit dem Geist der Zeit, mit diesen 60er Jahren, mit diesem Moment des Aufbruchs, mit diesem Moment, dass anything goes, gut in Verbindung steht. Alles ist machbar. Man könnte die Postmoderne als eine Form der Selbstermächtigung, als ein Selbstermächtigungsprogramm auffassen. Wer ermächtigt sich da und vor allem gegen wen? Natürlich ist es das Individuum, das endlich befreit wird von der Prädominanz der Rassen, der Völker, der Klassen, der Kirchen, der Staaten. Das ist die Formulierung von Gilles Deleuze, die in gewisser Hinsicht wirklich unüberbietbar ist, weil er sagt in seinem Buch über Nietzsche, und er entwickelt dieses Programm des freien, endlich freien Ichs, das souveräne und gesetzgebende Individuum, das sich durch die Macht über sich selbst, über das Schicksal, über das Gesetz auszeichnet. Also nochmal, das souverän und gesetzgebende Individuum, das sich über die Macht, über sich selbst, über das Schicksal, über das Gesetz auszeichnet. Also wenn wir das jetzt mit Corona-Zeiten vergleichen, dann sehen wir, dass diese Form der Selbsterhebung irgendwie nicht funktionieren kann. Ich weiß nicht, ob ich infiziert bin. Ich weiß nicht, ob ich eine lose Kanone geworden bin. Die Macht über mich selbst, über das Schicksal, über das Gesetz, das kann etwas sein, was vielleicht in einem Diskurs funktioniert. Oder als Spielform diskursiv funktioniert. Aber spätestens da, wo ich mit einem Infektionsrisiko konfrontiert bin, ist das ziemlich hinfällig. Der Geist der Zeit, also man könnte fast wirklich von einem Jugendprogramm lässig reden, wird schon bei Gilles Deleuze deutlich, er hat eben in seiner Philosophie eben auch ein Konzept quasi der ewigen Jugend implantiert, also ein metaphysisches Kind. Also es geht im Grunde genommen darum, eine Art von Unschuld sich zu bewahren und offen zu sein versus diesen sklerotischen Systemen, denen es eigentlich immer nur um die Selbsterhaltung geht und die den Einzelnen unterjochen.
Das ist ein Kontinuum, das zieht sich in seinem Werk durch und ist in gewisser Hinsicht, auch wenn das großartig überwölbt ist, eigentlich der Bauplan auch des Anti-Ödipus. Da geht es ja darum, dass man letztlich noch in der Psychoanalyse diesem ödipalen Familienroman entgehen muss, weil Freud hinter all dem doch als Gesetzgeber, als derjenige, der auf einer symbolischen Ordnung insistiert, da erscheint. Und das darf und kann nicht sein. Demgegenüber muss der organlose Körper gebaut werden. Das Rhizom, das Wesen, das sich gewissermaßen unter allen Kanälen netzwerkartig irgendwie bewegen kann. Guerilla. Das ist, wenn man so will, das in etwas verkürzter, simplistischer Form, das Programm. Und auch das geht natürlich auf die nietzscheanische Formulierung zurück. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Also positiv gesagt, alles ist Sprachspiel, deswegen wird alles zur Deutung. Wenn wir den zweiten Denker hier hinzuziehen wollen, das wäre Foucault, der massiv hier eine Rolle spielt, dann sehen wir hier einen etwas anderen Zungenschlag, der geht weniger auf die Gegenwart als vielmehr auf das Moment letztlich der Geschichte. Warum spielt hier die Geschichte eine gewisse Rolle? Nun, schon in der Wende zur frühen Romantik ist eigentlich zu beobachten, dass die Idee einer unwandelbaren Wahrheit, der Philosophia perennis, so nicht mehr tragfähig ist, dass man quasi Weltformeln in die Welt setzt, die für alle Zeit der Welt gelten sollen. Da kommt plötzlich der Evolutionsgedanke ins Spiel. Und da hat man Schwierigkeiten, plötzlich dem Menschen eine, wenn man so will, ideale, göttliche Herkunft anzudichten, weil Nietzsche hat das wunderbar formuliert, weil der Eingang von einem Affen verstellt worden ist. Bei Novalis findet sich schon diese, wenn man so will, Verzeitlichung des Wissens. Der sagt, wo philosophiert wird, entstehen Philosopheme. Also ist die wahre Philosophie die Geschichte der Philosophie. Also das heißt, das zeitlich Eingefrorene wird in die Geschichte sozusagen überführt. Und natürlich ist das dann der große Augenblick der Geschichtsphilosophie. Also muss der Sinn in der Geschichte liegen. Und der Sinn ist, wie eigentlich Platon den Trick schon gemacht hat, der Sinn ist eigentlich immer schon gegeben. Man muss sich nur gewissermaßen anamnetisch zurückerinnern an den Ursprung. Und genau das ist der Feind eigentlich des Foucault'schen Denkens. Der hat einen sehr schönen Text darüber geschrieben, über Nietzsche, die Geschichte, die Genealogie. Und da legt er das dar. Also, dass das Denken eigentlich die Ursprungsfragen quasi vermeiden muss, weil man damit mit Metaphysik in Berührung kommt. Und die Metaphysik ist eigentlich immer das Herrschaftsmodell, die Legitimation der Herrschaft. Geschichte ist immer die Geschichtsschreibung der Sieger. Demgegenüber möchte Foucault ein ganz anderes Geschichtsmodell haben, bei dem es weniger um metaphysische Entitäten geht, nicht um Ursprungserzählung, sondern wo man wirklich die konkreten Zufälligkeiten, die Absurditäten hervorholt. Er sagt das ganz farbig eigentlich. Man müsse gewissermaßen zu einem Karneval der Kulturen, zu einem Karneval der Identitäten kommen. Man müsse Possenreißer Gottes werden dergleichen. Also Dinge, die in den späteren Texten in der Farbigkeit so nicht mehr vorkommen. Die genealogisch aufgefasste Historie, sagt Foucault, und das ist der zentrale Satz wahrscheinlich zur Postmoderne, will nicht die Wurzeln unserer Identität wiederfinden, vielmehr sie in alle Winde zerstreuen. Also das heißt, man will diesen ganzen Kletterer-Datsch, diese Ursprungsfragen, die Metaphysik, die alte Philosophie, man will das loswerden, in eine neue Zeit gehen, in der anything goes, alles erlaubt ist. Wenn es keine Wahrheit gibt, dann können plötzlich viele Wahrheiten nebeneinander stehen. Und wenn die Wahrheit nicht mehr ein Prärogativ einer abendländischen Kultur ist, dann können viele Kulturen gleichwertig nebeneinander stehen. Das kommt eigentlich schon bei Paul Feyerabend vor, der definitiv auch vielleicht der Zeit geschuldeten Hang letztlich in diese Esoterik dieser 60er, 70er Jahre hat. Der sagt zum Beispiel,
Eine westliche Kultur könne keine Hopi-Kultur im vollen Sinne des Wortes enthalten. Sie kann keine schwarze Kultur im vollen Sinne des Wortes enthalten. Sie kann auch keine jüdische Kultur im vollen Sinne des Wortes enthalten. Also wir haben eine, wenn man so will, eine Gleichberechtigung aller Kulturen. Und das, so viel, was das Wahre natürlich an dieser Geschichte dran ist, wenn wir uns den Kulturbegriff irgendwo anschauen, dann sehen wir natürlich, dass, sagen wir mal, das Herkommen, das Denken konfiguriert, das Sein bestimmt das schon, das Bewusstsein oder das Herkommen in diesem Sinne. Und das wiederum ist ein Grund, das genealogische Projekt zu verfolgen. Man analysiert das Herkommen. Oder wie Nietzsche gesagt hat, den Entwicklungsherd. Das Dilemma, was sich hier natürlich auftut, ist, dass im Grunde eine symbolische Ordnung aufgekündigt wird. Und dann wir werden sehen, dass das eigentlich so etwas ist wie der Todesstoß, auch der Postmoderne, die, wenn man so will, ein Virus, das sie sich einfängt, das sie nicht mehr los wird und das an irgendeinem Punkt eben auch zu ihrer geistigen Insuffizienz beitragen wird. Man könnte die Geschichte, und wir haben das ja schon gemacht, man könnte sie auch ganz anders erzählen. Man könnte sagen, okay, woher kommt dieses Anything Goes? Das ist natürlich nichts anderes als die Veränderung auch unseres Schriftbegriffs im Zeichen des Computers. Oder in der Nietzscheanischen Zeit, im Zeichen dieses neuen Schriftbegriffs, der plötzlich mit Elektrizität zu tun hat, der mit der Entkopplung von der wirklichen Welt, so wie in der Boolschen Ordnung vorweggenommen, bereits eine Realität ist. Und das ist eben ein Phänomen, das wir beobachten können, eine merkwürdige Taubheit, was diese Frage letztlich auch der symbolischen Ordnung angeht. Man könnte fast einen Schritt weiter gehen. Man könnte sagen, dass man ein Phantasma dekonstruiert. Das Phantasma der Nation, das Phantasma der Rasse, das Phantasma der Kirchen, des Glaubens und so weiter und so fort. Das hindert aber doch nicht, dass man selbst einem Phantasma aufsetzt. Und vielleicht, und das wäre ein ziemlich gruseliger Gedanke, vielleicht ist das größte Phantasma das Phantasma der Dekonstruktion. Oder wenn wir noch einmal Deleuze zitieren wollen, Herrschaft über sich selbst, über das Schicksal, über das eigene Gesetz, als ob das alles irgendwie etwas ist, was man sprachspielerisch zergliedern könnte und vor allem immer im Blick hat. Man sieht schon bei der Postmoderne und ihrer relativen Unempfindlichkeit für ihre technologische Bedingung, wenn wir das so nennen wollen, dass die überhaupt nicht bewusst waren, dass das Anything Goes vielleicht etwas mit einer Veränderung des Sprachbegriffs oder des Schriftbegriffs zu tun haben könnte. Es finden sich, der Ehrenhalber muss das gesagt sein, so Gedanken schon bei Lyotard. Der schreibt zum Beispiel relativ klug über die telegrafische Gesellschaft und sieht schon, dass sich da irgendwie so die Fundamente verändern. Aber etwa bei Deleuze, der dann die ganzen Topologien des Netzes, das macht übrigens auch Lacan, die Topologien des Netzes sozusagen quasi hineinnimmt, ist der Bezug zu dem, was wir die Netzwerkgesellschaft genannt haben und im Falle von Metcalfe und so weiter und so fort, recht eben auch als eine Art von Herrschaftsmodell ausgearbeitet haben, gar nicht da. Vor allem ist es ja auch ein symbolisches Herrschaftsmodell, was schon auch etwas mit den Begehren zu tun hat. Nehmen wir an diesen deleuzianischen Gedanken der Wunschmaschine, mit dem ja eigentlich die Technik, wenn man so will, von den Geräten abkoppeln will. Aber wir sind ja umgeben von der gleichen Wunschmaschine. Wenn wir beispielsweise, wie ich das mit meinen pakistanischen Studenten gemacht habe, fragen würde, würdest du dein Smartphone gegen ein Dumpphone, also ein ziemlich blödes Telefon eintauschen, dann würden alle sagen, natürlich nein, weil wir uns gewöhnt haben daran, dass wir mit einem Fenster zur Welt operieren und dass wir gewissermaßen weltweit da sind. Also diese Wunschmaschine hat aber eine eigene Gesetzmäßigkeit, denn wenn ich mich in die Welt hinein entgrenzen kann, dann hole ich mir umgekehrt auch die Welt ins Haus. Und wenn ich mir die Welt ins Haus hole, und das sind wir in der Viralität letztlich, dann bin ich nicht mehr
der souverän über mein eigenes Schicksal oder über der Herrscher meines eigenen Gesetzes, über mich selbst und dergleichen. Das ist eine ziemlich naive Vorstellung. Hier sehen wir wirklich den Geburtsfehler der Postmoderne, die sich eben nicht eingruppiert die sich der Frage der symbolischen Ordnung nicht stellt, sondern über die Dekonstruktion in eine Form des Empowerments hineingeht. Man könnte wirklich so weit gehen und sagen, eigentlich ist die Postmoderne im Philosophischen das, was der Neoliberalismus war. Also man glaubt irgendwie sozusagen quasi, dass man, wenn man sich an das Geldspiel hängt, dass man eigentlich dann schon auf der richtigen Seite sind und Staaten sind eigentlich nur dazu da, um also gewissermaßen ausgenommen zu werden. In diesem Sinne ist die Philosophie oder ist die Vorgeschichte für die dekonstruktive Postmoderne so etwas wie ein Leichnam, den man vielleicht noch dekonstruierend ausnehmen kann und an dem man sich ernährt. Aber man kann nicht mehr einen positiven Blick in die Zukunft werfen. Bei Foucault wird das ganz deutlich. Also die Verabschiedung von der Wahrheit heißt am Ende, dass man das Machtspiel spielt. Und Foucault begreift Macht als symbolische Kriegsführung, als ein Krieg mit anderen Mitteln. Und dann sagt er genau, die Kräfte, die in der Geschichte am Werk sind, gehören weder einer Bestimmung noch einer Mechanik, sondern sind den Zufällen des Kampfes geschuldet. Also, alles dreht sich um Macht. Wenn wir die Frage der Macht so stellen, dann ist uns klar werden, dass im Karneval der Kulturen es darum geht, letztlich den Herrschenden ihre Machtmittel zu entziehen und sie selbst umzuwandeln. Ist klar, was da passiert. Es beginnt eigentlich das Spiel der Identitäten, das eigentlich Foucault doch in alle Winde hatte zerstreuen wollen. Aber man geht natürlich, wenn man sich zusammenrottet mit anderen und zu einer Formation, einer mächtigen Formation werden will, man beginnt eine Identität zu deklarieren und entwickelt so etwas wie eine Art von tribalistischer Clanordnung. Was im Grunde schon so etwas ist wie ein Abgesang auf diese frühe postheroische Moderne, wenn man so will, die natürlich ihren großen Merit noch hat. Es ist eine große Leistung, gewissermaßen in die Geschichte zurückzugehen und die Kontingenz oder die Zufälligkeit von bestimmten Konfigurationen auf neue Bezüge herzustellen. Aber das Fatale ist vielleicht, dass der Identitätsgedanke, die Selbstermächtigung, dass Anything Goes eine Rolle spielt und dass gewissermaßen die philosophische Seite daran vollkommen beerdigt wird. Man könnte sagen, die Postmoderne ist an sich selber gestorben, am eigenen Erfolg. Man könnte der Meinung sein, dass Nietzsche das Dilemma, das aus seinem Satz "Nichts ist wahr, alles ist erlaubt" herauswächst, dass er das vorausgesehen hat. Also entfaltet eigentlich zwei Menschenbilder. Das eine ist uns weitlich bekannt, das ist natürlich der Übermensch. Und man sieht bei den frühen Texten bei Deleuze, aber auch von Foucault, dass sie relativ fasziniert sind von dieser Idee des selbstermächtigten Individuums, also der sich selbst Gesetzgeber wird, der seine eigene soziale Praxis und seine eigene soziale Plastik erschafft. Das steht definitiv in dieser Tradition, auch wenn natürlich ganz sinistre Dinge wie die Begeisterung des Narzissmus für diese gleiche Gedankenfigur einen dann sozusagen zweifeln lassen können. Die andere Figur, die dieser Gleichung folgt, ist viel weniger bekannt. Und Nietzsche hat sie die letzten Menschen genannt. Wer sind die letzten Menschen? Ich lese einfach, bevor ich das kommentieren kann, nur einfach die Beschreibung vor, die Nietzsche gegeben hat und die sich im Zarathustra findet. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln.
Sie, also die letzten Menschen, haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben. Denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbarn und reibt sich an ihm, denn man braucht Wärme. Krank werden und Misstrauen haben gilt ihnen als sündhaft. Man geht achtsam einher. Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und wird nicht mehr reich. Beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren? Wer will noch gehorchen? Beides ist zu beschwerlich. Also was wir hier vor uns haben, wir kennen wahrscheinlich schon den Typus, ist ja nichts anderes als die Internationale der Konsumenten, die sich dem Anything Goes, und zwar als hedonistischen Impuls, verschrieben haben. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Und das bedeutet natürlich zuallererst Schmerzvermeidungsstrategien. Algophobie hat das Byung-Chul Han genannt, also Angst vor dem Schmerz. Andererseits will man sozusagen quasi soziale Nähe haben. Aber das Wichtige an dieser sozialen Nähe ist, dass die nicht beschwerlich wird, dass die nicht zur Last fällt. Deshalb die Achtsamkeit, also die Fokussierung auf den eigenen Körper. Wir sehen hier, was Foucault eben als große Leistung von Nietzsche begriffen hat, die Rückkehr des Körpers. Hier sehen wir die Rückkehr des Körpers als, wenn man so will, als Komfortzone, als Achtsamkeitsterrain, als jemanden, der fortwährend umsorgt und betätschelt werden muss. Arbeit, auch da haben wir mit diesem Unterhaltungsbegriff das, was wir heute Work-Life-Balance nennen würden. Man wird nicht arm und nicht mehr reich. Diese Gleichberechtigung, diese Nivellierung letztlich des Gesellschaftsgefüge, die sich am Ende eben auch auf die Frage der Macht bezieht. Wer will noch regieren, wer will gehorchen? Also beides eigentlich wirklich Formen des Verhaltens, die in der Öffentlichkeit längst eigentlich auch als Demodé abgetan sind. Und warum? Beides ist zu beschwerlich. Also wir sehen hier ein Psychogramm, das im Grunde dem hedonistischen Imperativ, dem alles ist erlaubt, folgt. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Das heißt, ich habe das Problem nicht mehr, sozusagen, dass ich mich irgendwie ernsthaft um Wahrheit bemühen müsste. Es gibt nicht mal mehr eine Diskursverpflichtung, mit seinem Gegenüber sich auseinanderzusetzen, weil was interessiert mich seine Wahrheit? Ich habe meine Wahrheit. Und auf eine bizarre Art und Weise sehen wir hier fast parodistisch die Wiederkehr eines Selbstermächtigungsprogramms, aber eben nicht im Sinne sozusagen eines heroischen Überwindens, sondern im Sinne einer Konfliktminimierung. Und kurioserweise passiert hier etwas, was eigentlich Gilles Deleuze mit seinem Selbstermächtigungsprogramm hat eigentlich ausschließen wollen. Er wollte den Klassenbegriff, den Nationenbegriff, Kirchen und dergleichen, all das wollte er ausschließen. Was sehen wir? Das postmoderne Individuum tut sich in den sozialen Netzwerken zusammen und bringt Race, Class und Gender, Identitätspolitiken wieder ins Spiel. Also im Grunde genommen hat man es im Zeichen der Postmoderne also fast mit einem Rückfall zu tun in tribalistische Verhaltensweisen, die andererseits eben auch das Spiel der Macht ins Spiel bringen. Und hier kommen wir, wenn man so will, zur Ursünde oder zum Konstruktionsfehler des postmodernen Dispositivs zurück. Man sagt, anything goes, aber die Frage wird nicht gestellt, wieso kann ich diese Formulierung überhaupt wählen? Wieso kann ich der Meinung sein, dass anything goes? Wie komme ich zu diesem anything? Es hat eigentlich nur eines Kristalls, eines Virus bedurft, um die Phantasmen der Postmoderne eigentlich in sich zusammenfallen zu lassen. Die Party ist vorbei, das ist klar. Aber nicht nur ist die Party vorbei, sondern auch die Gedankenfiguren der Postmoderne zeigen sich wirklich als wenig haltbar.
Wenn ich dieses Virus mir vor Augen hatte, ist es dem ziemlich wurscht, welcher Klasse, Rasse und welchem Geschlecht ich angehöre. Es bekümmert sich auch nicht um meine selbst erklärten Identitäten. Es fragt nicht, ob ich in diesem oder jenem Sprachspiel brilliere, ob ich dies oder jene Diskursanstrengung unternehme. Das schlägt einfach zu. Nein, das schlägt nicht mal zu, sondern als Fremdkörper bewirkt es, dass mein Immunsystem in einer überschießenden Reaktion sich gegen mich wendet. Also ein Akt der Autoaggression. Ich ertrinke in meiner eigenen Lunge. Man könnte sagen, dass das Virus so etwas ist wie ein böser Zwilling der Digitalisierung oder dieser neuen Ordnung des Anything Goes. Wie komme ich darauf? Nun, das Virus hätte sich niemals zu einer Pandemie auswachsen können, wenn wir nicht eine digitale, globalisierte Ordnung haben, wo wir Interdependenz haben, Abhängigkeiten, Warenströme, wo im Grunde genommen es egal ist, an welchem Ort der Welt ich mich befinde. Anywhere. Das wird überall sein. Die letzten indigenen Stämme des Amazonas werden heimgesucht. Die ganze Welt wird heimgesucht von diesem Virus. Und es wird anytime ausbrechen können. Es wird uns wahrscheinlich begleiten, noch eine Zeit lang. Man sieht es an der Evolution des Virus. 6 Jahre Virusentwicklung entsprechen ungefähr der Zeit, die uns vom Affen treibt. Man hat einen Buchstabensalat, der sich die ganze Zeit neu zusammensetzt und eigentlich erst in Kohabitation mit dem Menschen seine Wirkung entfaltet. Also, wenn man so will, wir sind diejenigen, die dieses Virus letztlich kultivieren. Die Logik des Anything, Anytime, Anywhere, das ist, wenn man so will, die ausgesparte symbolische Dimension der Postmoderne. Und das führt eben auch zu dieser Erschütterung, die wir im Augenblick in dieser Viralitätsdiskussion haben. Ein bisschen ist es so wie bei der Comicfigur. Die läuft gewissermaßen mit rasender Geschwindigkeit über die Kante des Cliffs hinweg in den freien Himmel hinein, stürmt sie hypermotorisch und bewegt sich und schaut in die Tiefe und sieht den Abgrund. Und erst dieses Sehen des Abgrundes führt dazu, dass die Comicfigur stürzt. Die Postmoderne ist sozusagen quasi auch mit rasender Geschwindigkeit über dieses Cliff gelaufen und schaut jetzt in die Tiefe und sieht die Abgründigkeit ihrer selbst. Sie sieht dieses Nichts. Und man sieht, dass die Kategorien da zusammenfallen. Aber es stimmt nicht genau, dass wir sagen, dass da ein Nichts ist. Da ist eigentlich die Ordnung des Symbolischen, die verdrängte Ordnung, Anything, Anytime, Anywhere. Nun ist dieses Anything, Anytime, Anywhere nicht mehr der alte Machthaber. Das ist keine Rasse, Klasse, keine Kirche, keine Nation, die darüber befindet. Was ist es eigentlich? Vielleicht sollten wir uns da an die Philosophie zurückerinnern, zum Beispiel an Kant. Da erkennen wir ziemlich schnell, dass Anytime, Anywhere die Kategorien von Raum und Zeit sind. Also man könnte sagen, dass wir es hier mit der Episteme, dem Feld unseres Wissens zu tun haben. Aber dieses Feld unseres Wissens, und natürlich hat Nietzsche da recht und ist auch das genealogische Projekt hier richtig, ist ja nicht absolut. Es ist ja nicht die absolute Zeit und der absolute Raum, die wir hier sehen, sondern wir sehen eine Art und Weise, wie wir Raum und Zeit empfinden oder besser gesagt, wie wir angeleitet von unseren Maschinen, unseren symbolischen Ordnungen, so etwas wie ein Raumzeitempfinden entwickeln. Und das Anything, das ist die Materialität, mit der wir umgehen, also das, was wir Natur nennen, was aber eigentlich in unserer Welt schon so massiv bestimmt wird, letztlich durch eine digitale Ordnung. Also im Grunde genommen ist es die Totalabstraktion von der Sache. Man schaut gewissermaßen aus einem weltfremden Blickwinkel auf die Sache und realisiert eigentlich Weltfremdheit. Dieser weltfremde Blick ist ganz einfach zu beschreiben. Ein Computer ist nichts, was es ist. Eine Schreibmaschine oder ein Textverarbeitungsprogramm ist die Beschreibung einer Schreibmaschine. Ein Bild ist die Beschreibung eines Pixelhaufens. Ein soziales Netzwerk ist die Beschreibung von sozialen Kontakten. All das ist vollkommen abstrakt.
sowie die Geopositionsdaten abstrakt sind oder die Bewegungen, die die Tracing-App verfolgt, die eine Spur des Sozialen sozusagen quasi haben. All das sind Totalabstraktionen, die auf die Geschichte von 0 und 1 letztlich zurückgehen. Diese Abstraktion erobert nun auf eine merkwürdige Art und Weise viral fast die Welt. Man könnte sagen, dass Städte wie Paris oder Venedig in gewisser Hinsicht schon dieser Ordnung folgen. Die werden zu, wenn man so will, Kulissen, wo sich ein Instagram-Account abspielt. Das heißt also, die virale Ordnung des Computers, unserer Netzwerkgesellschaft, die schreibt sich der Realität ein. Und insofern ist das Virus vielleicht nichts anderes als eine Groteske, eine Parodie. Das Virus sagt uns, wie ein Computer funktioniert. Es proliferiert und proliferiert und proliferiert. Anything, anytime, anywhere. Und das ist der Augenblick, wo wir erstmals in die Tiefe schauen. Wir sehen nicht nichts, sondern wir sehen die Bedingungen unserer modernen Gesellschaft, das Realitätsprinzip des Anything, Anytime, Anywhere.